Die folgende Präsentation beschäftigt sich mit dem Thema der Work-Life-Balance, also der Ausgeglichenheit zwischen Erwerbsarbeit und Privatleben. Es wird definiert, was Work-Life-Balance bedeutet und mit welchen Maßnahmen diese erreicht werden kann. Seit 1990 wird in Deutschland über eine nötige Work-Life-Balance diskutiert. Dennoch besteht keine einheitliche Definition. Der überwiegende Teil der Literatur verweist auf die Definition des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Work-Life-Balance bedeutet eine neue, intelligente Verzahnung von Arbeits- und Privatleben. Eine genaue Betrachtung macht deutlich, dass der Begriff Work-Life-Balance nicht ganz zutreffend ist. Bei Übersetzung und Gegenüberstellung der drei englischen Worte lässt sich feststellen, dass der Begriff eigentlich zwei eigenständige Bereiche andeutet. Jedoch ist die Arbeit auch ein Teil des Privatlebens. Ein mögliches Handlungsfeld zur Verbesserung der Work-Life-Balance im Unternehmen ist die Arbeitsgestaltung. Ein Bereich hiervon sind die Arbeitsinhalte. Diese haben zum Beispiel einen Einfluss auf die Motivation, Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeitenden. Demnach sollte zum Beispiel versucht werden, die Arbeitsinhalte abwechslungsreich wie durch Job Rotation zu gestalten. Darunter versteht man einen systematisch geplanten Wechsel des Arbeitsplatzes bzw. der Arbeitsaufgabe. Der Zeitraum eines Wechsels variiert von Stunden bis hin zu Monaten. Ein weiterer Bereich der Arbeitsgestaltung ist die der Arbeitszeit. Eine Möglichkeit ist die flexible Arbeitszeitgestaltung, wie zum Beispiel die Gleitzeit. Die Mitarbeitenden können hierbei ihre Arbeitszeiten frei gestalten. Auch durch verschiedene Schichtmodelle kann eine Arbeitszeitgestaltung erfolgen. Es wird zwischen Ein- und Wechselschichtsystemen unterschieden. Bei einer Einschicht beträgt die tägliche Arbeitszeit länger als die vereinbarte und wird durch Freischichten ausgeglichen. Der Klassiker der Wechselschicht ist das 15-Schichten-Modell auf drei Schichten verteilt, die jede Woche zwischen der Früh-, Spät- und Nachtschicht rotieren. Ein weiteres Arbeitszeitmodell ist die Telearbeit oder auch Homeoffice genannt. Bei der alternierenden Telearbeit besteht die Möglichkeit, abwechselnd im Unternehmen und von zu Hause zu arbeiten. Eine weitere mögliche Maßnahme, die Arbeitszeit zu gestalten, ist die Einführung von Langzeitarbeitskonten. Hierbei wird neben dem Kurzzeitkonto ein Langzeitkonto angelegt, auf welchem die Mitarbeitenden geleistete Arbeitsstunden gutgeschrieben bekommen, die sie nicht über Freizeit ausgleichen. Dies ermöglicht den Mitarbeitenden eine flexible Gestaltung in ihrer individuellen Lebenssituation. Ein weiteres mögliches Handlungsfeld stellt die Gesundheitsförderung dar. Anhand von Gefährdungsbeurteilungen können Gefährdungen am Arbeitsplatz frühzeitig erkannt und abgewendet werden. Es bestehen zahlreiche Maßnahmen, die Gesundheit der Mitarbeitenden zu fördern, wie zum Beispiel durch Gesundheitschecks, Beratungsangebote bezüglich gesunder Ernährung und allgemeiner Gesundheit und Entspannungsmöglichkeiten wie Rückzugsorte. In den meisten Fällen wird der Begriff Work-Life-Balance mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gleichgesetzt. Eine Möglichkeit, diese zu verbessern, ist die betriebliche Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Maßnahmen hierbei sind die betriebseigene Kinderbetreuung, eventuell in Kooperation mit anderen Unternehmen, eine Kooperation mit kommunalen und freien Trägern, in dem das Unternehmen ein Vorzugsrecht an Plätzen erwirbt, oder Einrichtungen für besondere Situationen wie Eltern-Kind-Arbeitszimmer bei kurzfristig benötigter Betreuung. Des Weiteren Ferienangebote, Fahrdienste, um schulpflichtige Kinder zu einem Nachmittagsort zu befördern, und eine externe oder betriebsinterne Hausaufgabenbetreuung. Auch die Unternehmenskommunikation stellt ein Handlungsfeld zur Verbesserung der Work-Life-Balance dar. Durch die Einrichtung eines betrieblichen Vorschlagswesens, in welchem Mitarbeitende ihre Vorschläge einbringen können, und Verbesserung der internen Kommunikation, kann die Zufriedenheit der Mitarbeitenden erhöht werden. Created using Powtoon.